und das Oktoberfestattentat. Ein Rechtsradikaler verübt 1980 den grausamsten Terroranschlag in Deutschlands Nachkriegsgeschichte. 13 Menschen sterben, 200 werden verletzt. Der Täter besuchte Übungen der Wehrsportgruppe Hoffmann. Für die Behörden war es noch die Tat eines isolierten Einzelgängers. Im selben Jahr beginnen die rechtsextremen deutschen Aktionsgruppen Sprengstoffanschläge auf insgesamt 5 Asylbewerberheime. 2 Vietnamesen sterben. Gegen die Neonazis wird Anklage wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung erhoben. 3 Jahre später verübt die sogenannte HEP-Kexel-Gruppe aus dem Untergrund heraus Bombenanschläge auf US-Einrichtungen und Attentate gegen Angehörige der US-Streitkräfte. Finanziert wurde der Terror durch Banküberfälle. Extremismusforscher wie Hans-Gerd Jaschke warnen vor dem großen Gewaltpotenzial rechter Verfassungsfeinde. Es gab seitens des militanten Rechtsextremismus in den 80er Jahren schon erhebliche Opferzahlen. Man denke an den Oktoberfestanschlag, aber auch andere, auch sehr brutale Taten wie Morde, politisch motivierte Morde, bevor dann in den 90er Jahren, das muss einfach mal erwähnt werden, 100 Opfer rechtsextremer Gewalt zu beklagen sind. Das ist in der Bilanz natürlich ein Vielfaches der Opferzahlen der RAF. Und auch sehr viel mehr als seitens der islamistisch bedingten Gewalt. Ein besonders brutales Beispiel, die Taten des Berliner Rechtsextremisten Kai Diesner. Wegen Mordes an einem Polizisten und vierfachem Mordversuch bekommt er eine lebenslängliche Haftstrafe. In der rechten Szene werden solche besonders brutalen Täter dann schnell zu Vorbildern, warnt der Politologe Werner Patzelt. In der rechten Szene ist es so, dass Leute, die sich exponieren und die dann vom Staat auch mit den entsprechenden Strafen überzogen werden, dass sie wie Märtyrer, wie Helden gehandelt werden. Zu den entsprechenden Prozessen wallfahrtet man dann hin. Und es ist nicht auszuschließen, dass es dann etliche Nachfolgetaten, Nachahmungstaten gibt, die einer Identifikation mit den ursprünglichen Märtyrern, Verfechtern der großen Sache gleichkommen. Ein Insider, der die militante Szene wie kaum ein zweiter kennt, ist Nick Reger. Sein Weg beginnt als Skinhead im bayerischen Wohnsiedel. Schnell verfestigt sich seine Ideologie. Es folgen Gewaltexzesse gegen Ausländer in Sachsen. Hier wird er zu einer Schaltstelle im verfassungsfeindlichen Gewaltmilieu, wie er später in seiner Biografie schreibt. Finanziert wurde solcher Terror schon damals mit kriminellen Aktionen. Und das europaweit, bestätigt er 2006 in einem Interview. Die Bewegung braucht ganz einfach Geld und man finanziert daraus durch diese kriminellen Aktivitäten den Kampf gegen den Feind. Und so versucht man das zu rechtfertigen. Es gab ja auch diesen weißen arischen Widerstand in Schweden, die Banküberfälle gemacht haben. Das ist schwerst kriminell, aber man sagt, man braucht das Geld, um Waffen zu kaufen und mit diesen Waffen tun wir dann den Feind bekämpfen. Oder man nimmt das Geld für Propagandakampagnen, wo man dann sagt, wir kämpfen für ein sauberes Deutschland. Nick Reger kommt in Haft. Es folgt eine weitere Radikalisierung. Im sogenannten Kampfbund Deutscher Sozialisten wird er Stützpunktleiter. Insgesamt ist Nick Reger 12 Jahre Neonazi. Mehr als 5 davon verbringt er im Gefängnis. Ein Grund: Reger wird Mitglied einer Gewaltzelle. Bei einer Hausdurchsuchung findet die Polizei bei ihm eine zündfähige Rohrbombe. Je aggressiver das man ist oder je mehr Aktionen das man macht, umso mehr steigt man eben vom Ruf in der Rangordnung in dieser Szene. Irgendwann, sowas bei mir, geht man ins Gefängnis. Und wenn man dann aus dem Gefängnis wieder draußen ist, man wird natürlich willkommen geheißen, man wird als Soldat der Bewegung, als Märtyrer gefeiert, ja, man war nun im Gefängnis, man hat einen gewissen Stand dann in dieser Szene. Und dann kann man nicht sagen, okay, jetzt mache ich mal ein bisschen ruhiger und trete ein bisschen zurück, ne? Das geht nicht. Militante Neonazis nutzen auch Wehrsportorganisationen zur Begehung von Gewalttaten. Zu den größten Gruppen gehörten die im April 2001 verbotenen Skinheads Sächsische Schweiz, kurz SSS, mit rund 120 Mitgliedern. Das Ziel: die sogenannte Säuberung von Linken und Ausländern in Südsachsen. Bei Durchsuchungen fand die Polizei Pistolen, Gewehre, Granaten und über 2 Kilogramm Sprengstoff.
Sie gilt als außerordentlich gewaltbereit zu der damaligen Zeit und hat sicherlich auch sozusagen den Boden bereitet in den 90er Jahren bis hin zu 2000 für den Rechtsextremismus vor Ort, der dann in Sachsen auch eine Rolle gespielt hat und letztlich auch die NPD in den Landtag gespült hat. Eine andere paramilitärische Neonazi-Organisation in Sachsen leitete Manuel Bauer, die 1999 gegründete Wehrsportgruppe Racheakt. 2001 wurde Bauer wegen räuberischer Erpressung inhaftiert. 2006 verließ er die Szene. Bereits vor 2 Jahren warnte er vor dem immensen Gewaltpotenzial. Letztendlich war ich so fixiert, ich hätte mit Sicherheit auch irgendwann jemanden umgebracht. Meine Wehrsportgruppe sollte mir die Kraft geben, die mir von meiner eigenen Familie, von dieser Demokratie, von dieser Gesellschaft genommen wurde. Und das wollte ich eben halt ausdrücken mit Gewalt. Gab's Waffen? Auch ja. Wir hatten Waffen bezogen hauptsächlich aus dem osteuropäischen Raum. Na, da braucht man nicht wirklich viel Geld und wenn man gute Kontakte hat oder man weiß, wo man sich hinwenden kann, kann man so ziemlich alles bekommen. Aufgerüstet wurde überall in Deutschland und gehandelt. Im Jahr 2000 kam es zu einem brutalen Verbrechen. Der 31-jährige Neonazi Michael Berger erschießt 3 Polizisten, bevor er sich selbst tötet. Bei der Durchsuchung in seiner Wohnung fand die Polizei ein regelrechtes Waffenarsenal. Im Jahr 2003 schließlich bereitete eine süddeutsche Terrorzelle um Martin Wiese einen brutalen Anschlag vor. Ziel der Sprengstoffattacke sollte die Grundsteinlegung des jüdischen Zentrums in München sein. Bayerns damaliger Innenminister Günther Beckstein nannte die terroristische Gruppe eine braune Armee-Fraktion. Aufgeheizt wird die Szene seit Jahren auf Kameradschaftsabenden. Auf einem Treffen der Niederländischen Volksunion 2001 rief ein deutscher Redner offen zum Terrorismus auf. Greift das System und ihre Knechte an, wo immer es geht. Auch sie, die gegen unsere Rasse vorgehen und sie zu vernichten suchen, Staatsschmutz, Staatsanwälte und Richter, haben Namen, Adressen und Familien. Zeigt kein Erbarmen und keine Reue. Kameraden, wir arbeiten weiter. Sieg oder Walala. Ja, natürlich muss man dieses System an sich beseitigen. Ne? Dieses System an sich, diese Demokratie und Verfassung und alles, was dazugehört, will man beseitigen. Das ist Ziel, das ist ganz klar. Und die Aufrüstung hält an. Immer wieder werden in den letzten Jahren Waffenlager entdeckt, wie hier 2006 in Bayern. Die bis an die Zähne bewaffnete Gruppe hortet über 100 Pistolen, Gewehre und andere Mordgegenstände. Experten warnen, dass es noch immer an wirksamen Instrumenten zur Bekämpfung des rechten Terrors fehlt. Warum gibt es kein Rechtsextremismus-Abwehrzentrum vergleichbar dem Terrorismus-Abwehrzentrum in Berlin? So etwas gibt es nicht. Obwohl wir seit den 90er Jahren wissen, zu welcher Gewalt von rechts diese Gesellschaft in der Lage ist. Etwas Ähnliches gibt es nicht. Wie ist die rechtsextreme Gewalt wirksam zu bekämpfen? Eine Strategiedebatte darüber ist überfällig.